Hallo und ganz herzlich willkommen zum neuen Video. Heute, wenn alles richtig lief beim Bearbeiten und Hochladen des Videos, wenn der Internetgott auf meiner Seite war und alles, dann kommt jetzt pünktlich zum Frühlingsanfang für euch ein Video zum Thema Frühlingsstrickanleitungen. Ja, die sind jetzt auch alle tatsächlich gratis verfügbar. Und haben die verschiedensten Niveaus. Ich habe euch unterschiedliche Dinge rausgesucht, die ich persönlich wunderschön fand. Und ja, für diese Frühlingszeit, die jetzt dann heute hoffentlich beginnt, hoffentlich wird es schön freundlich, die dafür sehr passend sind. Ich selbst passe jetzt noch nicht zum Frühling. Ich weiß, meine Klamottenwahl ist tatsächlich immer noch Wednesday Addams inspiriert. Ich hänge da immer noch so ein bisschen fest. Aber warten wir vielleicht mal noch ein bisschen. Ich habe auf jeden Fall Bock auf Frühling. Ich freue mich sehr drauf. Ich habe auch schon so ein paar Farben rausgesucht. Ich denke, das wird auch bei mir noch. Wie gesagt, sind das jetzt alles Strickanleitungen, da ich euch im letzten Jahr, müsste das gewesen sein, ein Video bereits abgefilmt hatte zum Thema Häkelanleitungen für den Sommer. Und ja, Frühling ist doch noch mal ein bisschen anders als Sommer, das weiß ich. Aber ich denke, da sind sehr viele Anleitungen auch immer noch dabei, die auch jetzt für den Frühling gut geeignet sind. In Kombination jetzt für die Übergangszeit mit noch ein bisschen was Wärmerem, mit vielleicht doch auch mal einem Pullover. Ja, deswegen verlinke ich euch das Video auf jeden Fall auch noch. Wenn ihr allerdings gerne noch mal ein extra Häkelanleitung-Video hättet, dann lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Dann kann ich das gerne auch noch abdrehen und die Tage für euch live stellen. So, ich rücke noch ein bisschen mehr zur Seite, damit ich euch hier auch immer die Bilder einfügen kann. Und jetzt fangen wir auch endlich an. Ich habe einiges zusammengestellt und wie gesagt, Gratis-Anleitungen. Demnach habe ich hauptsächlich auf zwei Seiten geschaut. Müssten es sein, hauptsächlich zwei. Wo ich weiß, dass es gratis Anleitungen gibt. Und das ist eben Hobby und Drops Design. Das Video ist aber in keinster Art und Weise gesponsert, dass ihr das einfach auch noch wisst. Und jetzt fangen wir aber wirklich an. Und zwar mit der Kategorie Pullover. Ja, wie gesagt, Übergangszeit. Es gibt doch öfter auch noch mal kalte Tage. Vor allem so zur Zeit der Eisheiligen, sagen wir hier im Süden. Ich weiß nicht, ob das in ganz Deutschland ein geläufiger Begriff ist, aber auf jeden Fall gibt es immer mal wieder, ich glaube, so kurz nach Ostern, oder ist es vor Ostern? Ne, ich glaube, es ist nach Ostern, oder? So eine Zeit, wo es dann plötzlich auch wieder extrem kalt wird. Also ein Pullover ist auf jeden Fall gut. Selbst wenn es die Tage über warm ist, auch am Abend wird es schnell ja auch immer noch kalt. Ja, aber ihr wisst das ja auch alles. Und Pullover kann man eigentlich immer gut gebrauchen, oder? So, der erste Pullover ist der Melody Pullover von Hobby. Das ist ein Pullover, ja, ich gucke öfter mal runter, weil ich hier die Sachen auf meinem Handy habe, aber ihr seht es jetzt dann hier. Ja, ein Anfängerpullover in wirklich wunderschönen Pastellfarben, wie ich finde. Natürlich kann man das auch abwechseln. Er sieht extrem fluffig aus und ja, anschmiegsam, aber vielleicht doch noch ein bisschen leicht durchsichtig, also gut zum Kombinieren für den Zwiebellook, den man dann vielleicht doch noch mal ein bisschen braucht. Ja, und ich könnte mir das richtig schön vorstellen, also entweder genau in diesen Farben, wobei ich vielleicht die Anordnung ein bisschen anders machen würde, weil ich persönlich finde diesen weißen Streifen jetzt am Bauch vielleicht ein bisschen komisch. Ich glaube, ich würde mit Weiß anfangen, dann Blau. Wo würde ich das grün machen? Vielleicht weiß, grün, blau, rosa, lila? Ja, aber vielleicht würde ich auch einfach das Weiß austauschen gegen was anderes. Aber an sich finde ich es eine schöne Farbkombi. Ja, und wie gesagt, gut für Anfänger geeignet. Der nächste Pullover sieht mir schon fast eher wie ein langärmliches T-Shirt aus, aber es wird als Pulli deklariert. Das ist der Fiona Pulli, ebenfalls von Hobby. Und der ist auch für Anfänger sehr gut geeignet und ja, hat, soweit ich das sehen kann, einen I-Cord-Rand hier am Ausschnitt. Aber ich finde das sehr raffiniert, dadurch, dass diese Raffung so da ist. Und
Ja, ich glaube, das ist ein super schönes Kombiteil. Je nachdem, mit was für ein Material man das strickt, kann es auch bestimmt entweder wärmer oder halt ein bisschen luftdurchlässiger sein. Also halt ein bisschen atmungsaktiver sein. Und ich denke, demnach auch sehr gut geeignet als ja, Frühlingspullover. Machen wir weiter mit einem Design von Drops, und zwar ist es der Blue Porcelain Design. Leider gibt es bei Drops keine Angaben zum Schwierigkeitsgrad, aber ich würde jetzt mal behaupten, der ist ein bisschen eher was für Fortgeschrittenere. Ich finde den halt wunderschön. Zum einen die Farbwahl von Drops hier finde ich richtig toll, aber auch zum anderen, es ist schon ein relativ Oversize-Pullover, so wie das jetzt hier aussieht, aber durch dieses ja fast schon Mesh-artige, fällt mir jetzt das deutsche Wort leider nicht für ein. Jeden Fall mit den Löchern und so da drin, Lace-Design, keine Ahnung, ist jetzt auch wieder ein englisches Wort, aber dadurch sieht er auch doch sehr atmungsaktiv und sehr freundlich für den Frühling aus. Also ich finde die Kombi aus der Farbe und diesem schon fast Zwiespalt aus klobigem Oversize-Design plus dem Muster darin finde ich richtig schön gewählt. Und ja, ich kann mir den richtig gut vorstellen. Also vor allem eben auch in dieser Farbe. Ich finde ihn sehr, sehr schön. Vielleicht ist er für mich noch ein bisschen abschreckend wegen des Designs. Ich weiß noch nicht, ob ich auf diesem Strickniveau bin, aber es ist auf jeden Fall was für die Zukunft, das ich mir vorstellen könnte zu stricken. So, die nächsten drei Pullovers sind von Hobby, da ich das schon mal vorweg gesagt habe. Wir haben zum einen den Cora Pulli, der mich sehr an das Anker-Design, glaube ich, ist das. Oder ist es das Sunday? Der Sunday-Sweater. Auf jeden Fall gibt es ein Pullover, beziehungsweise dann auch ein T-Shirt-Design davon von Petite Knit. Und dieser Cora Pulli erinnert mich sehr daran. Aber er hat auf jeden Fall auch seine Abweichungen. Also das Design ist natürlich nicht das gleiche, aber dieser Halsausschnitt sieht sehr ähnlich angelehnt daran aus. Und es ist auch mit einem eher etwas weicherem, fluffigerem Garn gestrickt, sodass er lockerer fällt, aber dadurch eben auf jeden Fall auch sehr gut geeignet ist, meiner Meinung nach, für den Frühling. Man sieht, dass das Top, das die Person hier drunter trägt, noch ein bisschen durchschimmert und das, denke ich, ist dann auch perfekt. Ja, ist ein fortgeschritteneres Niveau, aber ich denke, das ist doch noch ein bisschen einfacher als der Pulli von Drops. Ich würde den vielleicht in so einer richtig schönen knalligen Farbe stricken, irgendwie Pink oder ein richtig schönes Kristallblau oder ja, halt so ein strahlenderes Blau, damit das sich von dem schwarzen Outfit ein bisschen, dass es davon abweicht und dann halt auch wirklich dieses Frühlingsgefühl aufkommt. Apropos knallige Farbe, das nächste Beispielfoto von dieser Anleitung, von der nächsten Anleitung ist auf jeden Fall knallig und zwar ist es ein richtig cooles Pink. Das ist der Love is not a crime Pullover und das ist halt ein Wortspiel, weil not einge, also das K bei not ist in Klammern und bedeutet ja Knoten auf Englisch, aber not a crime, also Liebe ist kein Verbrechen. Ne, ich denke, ihr wisst, wie ich es meine, solche Sachen zu erklären, da ist es dann irgendwann auch nicht mehr witzig, das weiß ich, aber weil man hier halt diese Zöpfe am Arm hat, ist das eben so ein lustiges Wortspiel. Ja, also die Farbwahl und dadurch, dass es aussieht wie schon fast Herzchen. Ich denke, der wäre auch super geeignet für Valentinstag, wenn man denn sowas mag. Aber an sich finde ich das Design super passend für den Frühling, dadurch, dass es doch ein bisschen ein dickerer Pulli ist. Der ist aber aus nur reinem so Mohair-artigem Garn gestrickt, das dann doppelt gehalten wird. Und man hat ja eben einfach nur hier am Arm dieses wunderschöne Zopfdesign. Und ich denke, also es ist fortgeschritten markiert. Ich denke, das wäre ein guter Einstieg dann auch tatsächlich in Zopfmuster. Sowas in die Richtung würde ich auf jeden Fall gerne anfangen, bald zu stricken, wenn ich irgendwann mal
Luft habe wieder zwischen meinen ganzen Work in Progresses, aber ja, es muss bald was in Richtung Frühling drankommen, weil es ist jetzt die Zeit. Genau, aber auf jeden Fall finde ich diesen Pulli wunderschön und ich habe mir dafür, soweit ich weiß, schon einiges an Garn gekauft. Also ich habe, soweit ich weiß, blaues Garn. Das in so einem richtig schönen Hellblau. Das ist super. Auch der nächste Pulli ist auf jeden Fall auf meiner ich muss den bald unbedingt stricken Liste. Das ist der Call Me Back Pullover, eben auch von Hobby, ist auch ein fortgeschritteneres Niveau. Und wie ihr sehen könnt, das fällt ja direkt auf, hat dieser Pullover einen extrem großen Rückenausschnitt, den man auch ein bisschen kleiner machen kann. Ich glaube, die Anleitung hat da auch Variationen angegeben. Aber ich finde den halt auch richtig cool, vor allem jetzt zum Weggehen, für irgendwas, einen festlicheren Anlass, aber halt auch für den Frühling. So, es sieht aus wie ein relativ normaler Raglan-Pullover, soweit man das auf dem Foto beurteilen kann. Aber man hat dann halt eben diesen wirklich schönen offenen Rücken, was so, ja, eine tolle Raffinität ist. Das macht es einfach sehr interessant. Und das Glitzergarn finde ich auch toll. Das habe ich tatsächlich auch in so einem schönen Blau schon hier und wartet schon einige Zeit auf mich. Ja. Nächste Kategorie wären Cardigans, denn klar, Pullover sind super zum Drüberziehen, wenn es kälter ist, aber ich denke gerade im Frühling ist die Zeit allgemein da für Cardigans, oder? Also irgendwas, wo man dann doch einfach noch mal ein bisschen hier aufmachen kann. Ich habe hier zum Beispiel auch einen Reißverschluss und so ein bisschen die Wärme ranlässt oder man, keine Ahnung, macht es halt einfach komplett auf und zieht es aus. Also ich finde Cardigans allgemein super, aber für so Übergangszeiten wie den Frühling perfekt. Ja, da habe ich jetzt natürlich wieder von Hobby den Happy Cardigan. Der ist für Anfänger und das ist auf jeden Fall auch eine Anleitung, die ich jetzt als bald nächstes, dann wenn ich irgendwann mal wieder Zeit habe, ist bei mir ja immer das Problem, zu viele Projekte, zu viel Garn und zu wenig Zeit. Ja, aber dieses Design in diesem schönen Rosé mit ein bisschen leichtem jonchierten Effekt, genau diese Art und Weise, genau dieses Design möchte ich jetzt bald anstricken. Gerade dadurch, dass es eben als Anfänger deklariert ist, fände ich das super als mein erstes Anfängerdesign. Denn ich habe bisher tatsächlich Cardigans schon wie Weltmeister gehäkelt, aber noch nicht gestrickt. Dadurch, dass man ja doch immer hin und zurück wieder strickt und dann aber auch den Raglan hat und so, wahrscheinlich stelle ich es mir viel komplizierter vor, dann auch mit dem Knopfband. Aber ich habe so trotzdem ein bisschen Angst davor schon fast. Also es ist ein bisschen zu weit rausgelehnt aus dem Fenster, aber Respekt ist, glaube ich, das richtige Wort. Ja, aber ich finde ihn wirklich wunderschön. Der wird auch toll für den Frühling sein in diesem Rosé. Das nächste ist auch ein Anfänger, eine Anfängeranleitung von Hobby. Und zwar ist es der Lori Cardigan und der ist mit Mohair Delight gestrickt, also auch einem dünneren Mohair-Garn, den man dann, soweit ich weiß, auch doppelt, vielleicht sogar mehrfach nimmt. Der aber auch eine wirklich schöne Ballon schon fast Ärmelform hat und gerade auch dieses Gelb, ne, das ist halt doch schon ein schöner Frühlingsfarbton. Ich persönlich bin jemand, dem Gelb leider nicht so gut steht, auch wenn ich es immer eine sehr glückliche, schöne Farbe finde. Es ist bei mir manchmal geht's. Ich habe einen Pullover, da finde ich es okay, je nachdem, aber ja, ich würde jetzt nicht unbedingt was in Gelb für mich stricken, weil ich dann ja die Zeit in den Garn investiere, das mir am Ende wahrscheinlich nicht so extrem stehen würde. Aber dieser Person hier steht super und auch in Kombi mit diesem Cardigan finde ich es toll. Also es ist auch ein Raglan-Cardigan, der auch keine Knöpfe hat, soweit ich das sehen kann. Also vielleicht sogar noch besser als Anfängeranleitung geeignet ist. Wer weiß. Hat dafür aber ein I-Cord. Ja, ich finde I-Cord nicht schlimm, aber manche schrecken davor zurück.
Naja, auf jeden Fall tolle Anleitung, so jetzt vom Aussehen. So, dann kommen noch zwei Drops-Design-Anleitungen. Und zwar haben wir den Morgenbreeze-Cardigan, der auch wunderschön aussieht. Ich denke, der geht jetzt eher Richtung fortgeschritten oder sogar noch höher, weil die Ärmel ja auch schon fast ein Lace-Design haben. Sie sind ja sehr luftig gestrickt. Der Körper an sich sieht machbar aus für jetzt meine Laienaugen. Aber die Ärmchen, wahrscheinlich denke ich auch, dass es schwieriger aussieht, als es ist. Vielleicht ist es einfach nur ein heißt es umschlagen? Einmal umwickeln? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe es auf jeden Fall bisher einmal so gestrickt und fand es überhaupt nicht schwer. Mir fällt jetzt nur gerade der Name nicht ein. Ja, aber finde ich auch super, wie hier mit Gegensätzen gespielt wird. Also ihr habt diesen extrem langen, großen Ärmel und der ist aber so luftig in diesem, ja, großen Maschen quasi gestrickt und das finde ich auch sehr schön. Ist wahrscheinlich auch eher was Richtung Spätfrühling, schon fast Sommer, aber ich wollte ihn trotzdem einfügen, weil ich ihn auch sehr wandlungsfähig finde. Also man könnte ja auch ein langes T-Shirt drunter ziehen und dann gucken die Ärmel so ein bisschen raus, ja. Fand ich einfach ein schönes Design. Als nächstes haben wir den Days to Remember Cardigan. Das ist auch ein Cardigan, den ich habe das Garn schon hier. Und zwar möchte ich das gerne tatsächlich in einem Gelb stricken. Da haben wir jetzt dann doch wieder die Farbe. Das ist dann hoffentlich auch ein Gelb, das mir steht. Wenn nicht, dann ist es mir gerade egal und ich rocke es trotzdem. Aber ja, ich finde das Design wunderschön. Es ist auch ein sehr lockerer, fluffiger Cardigan und er hat so, ja, auch schon fast Ballonärmchen, die aber hier oben schon so ballonartig sind. Da gibt es bestimmt auch wieder einen Namen für, der mir gerade nicht einfällt. Aber ja, fand ich auch toll. Und in Gelb, ja, es wird wahrscheinlich ein sehr femininer Cardigan werden. Und es ist tendenziell nicht unbedingt mein Stil, aber ich glaube, wenn ich den mit Schwarz kombiniere, wird es gut. Natürlich muss ich jetzt in die Kategorie Shirts und Polunder übergehen. Gerade Polunder, T-Shirts, Langarm-Shirts, ich glaube, das werden wir im Frühling alle tragen, oder? Ich bin immer so zwiegespalten, wie ich Polunder finde, aber seit ich meinen ersten Polunder letztens beendet habe, das war zwar schon im Februar, aber wir sagen jetzt einfach mal letztens, mag ich das einfach sehr gern und ich weiß mittlerweile auch, wie ich es kombinieren kann, sodass es mich warm hält am Körper, aber die Ärmchen doch noch ein bisschen atmungsaktiver sind. Deswegen ist es natürlich perfekt für den Frühling. Da hätten wir das Pearly Top, das auch perfekt für Anfänger geeignet ist. Das ist natürlich auch eine Hobbyanleitung. Und es ist eigentlich ein recht simpler Polunder. Aber ich mag simple Anleitungen auf jeden Fall. Deswegen wollte ich das gerne jetzt integrieren. Und der hat halt diese Raffinesse dadurch, dass das so ein perliges Garn ist. Also es heißt ja auch schon Pearly Top, aber das Garn an sich ist wirklich auch sehr perlig. Das schimmert so leicht. Also anders kann ich es leider nicht erklären. Und das Orange ist jetzt natürlich auch wunderschön. Das wäre für mich persönlich jetzt auch nichts. Ich glaube, ich würde da so ein Grün oder Blau auswählen. Eher eine kalte Farbe für mich, weil ich bin halt leider so eine Art Schneewittchen-Typ. Was heißt leider? Ich mag es eigentlich. Aber gerade jetzt für Frühling, Sommer wären halt solche wärmeren Farben natürlich super geeignet, aber macht ja nichts. Ja, und das kann man dann eben auch gut kombinieren mit einem T-Shirt darunter oder einem Langarm-T-Shirt oder eben einfach so. Man zieht es so an als Top und dann noch was drüber oder wenn es warm genug ist, kann man es natürlich auch so draußen rocken. Ja, wenn man aber was mit Ärmel möchte, dann ist das nächste Die nächste Anleitung, denke ich, gut. Tiefer Rücken mit Ärmeln
heißt das. Also es ist eigentlich genau das, was man sieht. Man sieht einen auch tiefen Rückenausschnitt, der aber nicht ganz so tief ist. Und lange Ärmel in auch einem richtig schönen, ich denke mal, das ist Perlmuster, heißt es, glaube ich. Also rechts, links abwechselnd gestrickt und dann in der nächsten Reihe das versetzt. Beziehungsweise es gibt ja auch das doppelte Perlmuster, das sehe ich jetzt nicht so genau, welches davon es ist. Aber es sieht relativ einfach aus, hat aber auch seine Raffinesse und das finde ich halt sehr toll an diesem Top. Leider ist das Foto auf meiner Übersicht jetzt über dem Schwierigkeitsgrad, deswegen weiß ich leider nicht, was für ein Schwierigkeitsgrad das hat. Ihr seht es jetzt eingeblendet. Ja, es wird auf jeden Fall auch mit Tencel Bamboo Fine gestrickt, zumindest wenn man jetzt der Anleitung hundertprozentig folgen möchte von Hobby. Man kann natürlich auch ein Alternativgarn auswählen. Dazu übrigens schaut gerne mal in meinem Video zum Thema Alternativgarn vorbei, wenn ihr da irgendwelche Tipps braucht. Ja, dachte ich, schiebe ich jetzt einfach mal noch ein. Dieses Tencel Bamboo Fine ist halt auch ein tolles Alternativgarn für, ja, richtiges Wollgarn, wenn man das jetzt nicht möchte. Und ja, diese pflanzlichen Garne, sage ich jetzt mal, sind halt auch super geeignet für die wärmere Jahreszeit, da sie ausgleichend dafür die Körpertemperatur sind. Macht das jetzt Sinn? Also sie sind einfach besser geeignet für wärmere Jahreszeiten, dadurch, dass sie, wahrscheinlich ist atmungsaktiv jetzt hier das Wort des Videos, aber das dann sind. Eine weitere Polunda/Top-Anleitung, je nachdem, wie man es tragen möchte, wäre dann noch das Festival-Top von Hobby. Das ist eben auch eine Anfängeranleitung und relativ ähnlich zu dem Pearly-Top, das ich euch vorher ganz am Anfang der Kategorie Polunda und Shirts gezeigt habe. Aber es ist ein bisschen eine andere Maschenart und hat, glaube ich, auch nicht so einen tiefen Ausschnitt. Gut, das Pearly Top hatte jetzt keinen tiefen Ausschnitt, aber das Festival Top geht doch ein bisschen höher hier und ist auch, glaube ich, wie ich das jetzt erkennen kann, ein bisschen croppter, mehr gecroppt. Relativ ähnliche Anleitungen, ich weiß, aber ich fand es trotzdem, weil es auch wieder so ein sehr klassisches Top ist, dass doch ein bisschen abweicht davon und dass man vielleicht dann doch auch eher ohne was drunter anziehen möchte und dann zieht man einfach irgendwie ein Cardigan oder sowas drüber. Wollte ich es doch noch gerne integrieren hier in das Video. Dann habe ich einen Top für euch, das vielleicht eher was für den Sommer ist, aber dadurch, dass es so aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist, fand ich es passend für den Frühling. Und zwar ist es das Marianne-Top. Das ist auch tatsächlich eine Anfängeranleitung. Wegen der Rüschen hat mich das schon fast ein bisschen irritiert, aber an sich sind Rüschen ja nicht schwer zu machen. Man muss nur jeweils Maschen dazu machen, sodass zu viel Stoff mehr oder weniger unten ist und sich das dann halt einfach so aufrüscht. Ja, und ich fand auch dieses recht schlichte Design mit diesen Rüschen dann eben so schön und das kann man ja auch super kombinieren mit einem Cardigan dann oben drüber oder ja, wenn man möchte, kann man hier natürlich auch einfach ein T-Shirt oder ein Langarm-T-Shirt oder sowas drunter ziehen und das dann locker fallend und fließend drüber. Und das fand ich auch perfekt für den Frühling. Deswegen habe ich es jetzt hier dazu gemacht. Ich habe ein bisschen überlegt, was ich machen soll, aber ich glaube, es passt ganz gut durch die Art und Weise, wie es aufgebaut ist, hier in dieses Video. Kurze Unterbrechung und andere Sitzplatzierung, weil mein Akku leer war, aber jetzt machen wir weiter. Ich hoffe, das passt jetzt so vom Setup. Ich glaube, ich setze mich jetzt mal so rum. Warum nicht? Und dann habt ihr hier die Bilder gleich. Das nächste Top heißt tatsächlich Ada Sommer Top, aber es ist ja eigentlich, wenn ihr das jetzt auch schon seht, kein Sommertop, sondern eher ein T-Shirt. Und so ein einfaches T-Shirt-Design, also was gibt's Besseres für den Frühling als ein T-Shirt, oder? T-Shirt und Cardigan in Kombination finde ich persönlich für den Frühling einfach
perfekt. Und deswegen wollte ich das hier einfügen. Ich fand auch die Farbe in diesem Fliederton, Rosé-Fliederton, wäre jetzt nicht unbedingt meine Wahl, aber natürlich ist es sehr passend für den Frühling. Es ist eine fortgeschrittene Anleitung, wobei ich jetzt nicht weiß, warum. Muss mal kurz ranzoomen. Das scheint mir so, als wäre da was unter dem Arm an einer kleinen Raffinesse, die man jetzt leider nicht so ganz sieht in der Anleitung. Aber ansonsten sieht es eigentlich relativ simpel aus. Also vielleicht liegt es irgendwie daran. Oder vielleicht wird bestimmtes Anschlagen und Abmaschen vorgeschlagen, das vielleicht ein hundertprozentiger Anfänger jetzt noch nicht so drauf hat. Das aber eigentlich auch nicht so schwer ist, wenn man einem Videotutorial folgt. Ja, wir lassen jetzt das einfach mal da stehen als fortgeschritten. Die nächsten zwei Anleitungen sind dann wieder von Drops. Und zwar auch ein T-Shirt-Design, das relativ simpel aussieht, das nicht so ganz so locker fällt wie das vorherige T-Shirt-Design. Das ist Evening Walk Top. Und ja, zum einen finde ich natürlich super, dass Drops hier ein etwas älteres Model genommen hat, eine ältere Frau. Einfach, warum nicht? Finde ich super. Und ja, sieht auch nach einem sehr frischem Top aus, das aber dann ein bisschen enger fällt, wenn man das natürlich möchte. Ich finde auch die Art und Weise, wie die Ärmel gemacht werden, sodass das nicht ganz so dieses Drop-Shoulder oder Raglan-Design ist, sondern dass man den Schnitt einfach ein bisschen besser hier oben an den Schultern hat. Ihr wisst, was ich meine. Das finde ich einfach, sieht schön aus und ja, an sich sehr simpel, aber doch auch cool und schön geeignet. Wenn man das anfertigt, dann hat man bestimmt viel davon, so als Basic-Teil. Das nächste T-Shirt ist das Dream in Rose, das übrigens mit Drops Air gestrickt wird. Und Drops Air habe ich hier auch einiges da. Und Drops Air ist, soweit ich weiß, auch mit Alpaka. Also es ist ein etwas wärmeres Garn. Demnach ist, obwohl das da nach einem locker, flockigen, gemütlichen T-Shirt aussieht, mit übrigens dann diesem Drop-Shoulder-Design, da haben wir dann jetzt diesen Unterschied, was es sicherlich auch ist. Also es ist sicherlich gemütlich und alles. Aber gibt auch trotzdem noch ein bisschen Wärme her, was man dann bestimmt auch immer mal wieder braucht. Und wenn man will, kann man hier auch wieder was drunter ziehen, dadurch, dass es ja recht locker fällt. Ja, fand ich einfach schön. Natürlich ist das Foto auch jetzt in einer wunderschönen Blumenwiese aufgenommen. Also perfekt für den Frühling. Ja, aber da habt ihr jetzt drei verschiedene T-Shirt-Anleitungen, von denen ihr wählen könnt. Die nächste Kategorie sind Kleider und Röcke. Ich habe das mal alles in eins gepackt. Das erste ist das Brisa-Kleid. Das habe ich euch, glaube ich, schon mal in irgendeinem anderen Video vorgestellt. Das ist auf jeden Fall eine Anleitung, die als Experte markiert ist. Ich weiß nicht genau, warum. Es wird auf jeden Fall iCord auch überall benutzt, aber ansonsten sieht es ja mehr oder weniger nach einfach rechten Maschen aus. Finde ich auf jeden Fall super, ein Strickkleid zu haben. Das ist mein Traum an sich. Für Frühling und Sommerzeit werde ich jetzt dieses Jahr sicherlich nicht hinbekommen, aber würde ich gerne. Also ich finde, das ist ein schönes Kleid, weil es auch so fließend ist. Die Farbe an sich wäre jetzt leider nichts für mich. Ich finde sie unfassbar schön, dieses Rosé, Altrosé-Farbene, aber dazu bin ich leider zu blass, ich persönlich. Ich würde das wahrscheinlich auch in einem schönen Blau machen. Und wahrscheinlich würde ich es ein bisschen kürzer stricken für mich, weil wahrscheinlich ist die Person, die hier abgebildet ist, ein bisschen größer als ich mit meinen 1,62. Der Sultanrock ist tatsächlich was für Anfänger. Und ja, je nachdem, welche Farbe man nimmt, jetzt das Braun vielleicht nicht unbedingt, aber das Gelb zum Beispiel, ist es auch eine tolle Anleitung für den Frühling. Ist natürlich auch sehr
gut geeignet für alle verschiedenen Jahreszeiten, je nachdem, was für ein Material man benutzt und wie man ihn kombiniert. Also mit Strumpfhosen und in Wolle gestrickt ist das dann auch was für den Winter, meiner Meinung nach. Oder ja, je nachdem, Baumwolle ist jetzt nicht so toll, weil das sehr dehnbar ist. Irgendwie eine Mischung Baumwolle-Acryl zum Beispiel ist dann eher was für Frühling, Sommer, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, das sieht mir jetzt so aus, als wäre es mit Wolle gestrickt worden, aber wer weiß. Auf jeden Fall ein sehr simples, schönes Röckchen. Ich muss jetzt überlegen, wie ich meinen Satz beende. Der nächste Rock ist der Amelie-Rock und der ist dann eher für Fortgeschrittene geeignet, auch von Hobby. Bei dem fand ich allerdings so cool, dass der, dadurch, dass er, ich weiß nicht, zwei rechts, zwei links gestrickt ist wahrscheinlich, natürlich sehr dehnbar ist, demnach sich schön auch an die Körperform anbiegt und ja, halt ein bisschen sexier ist und diesen Schlitz hat, was natürlich auch sehr sexy ist, aber ich glaube, das ist perfekt auch für den Frühling. Je nachdem, wie man es kombinieren möchte, kann man natürlich auch mehr sexy oder auch nicht sein. Aber denke ich, ist auch ein sehr schönes Basic-Teil. Und warum nicht selbst stricken? Ja, aus dieser Kategorie habe ich jetzt leider nichts von Drops gefunden. Aber Hobby hat ja auch so unfassbar viele Anleitungen, auch eben fast alles gratis. Das ist ja wow. Jetzt kommen wir zu zwei Accessoires. Da hätte ich natürlich auch unfassbar viel auswählen können, gerade Handtaschen oder Wohndeko. Da gibt es ja auch unfassbar viel, was zum Thema Frühling passt. Da habe ich jetzt nichts dazu gemacht, sonst wird dieses Video ewig lang. Die drei Sachen, die ich für euch ausgesucht habe, sind das Altenkirchen-Schultertuch. Das ist für Anfänger gut geeignet und wird, soweit ich das erkennen kann, beziehungsweise ich glaube, es wird auch erwähnt, ist es in Kraus rechts gestrickt. Aber durch diese wunderschönen Farben, da würde ich jetzt vielleicht auch was mit Blau und Schwarz auswählen. Oder vielleicht einen knalligeren Rosa. Ja, dadurch wird man dann auch ein bisschen Abwechslung bekommen, als jetzt nur kraus rechts zu stricken. Ja, aber so ein Schultertuch, vor allem so ein großes wie das hier, das mich auch sehr an das Pearl Soho Triangles Wrap in der gestreiften Version, ist übrigens vielleicht auch eine gute Anleitung. Der Triangles Wrap von Pearl Soho ist auch eine Gratis-Anleitung. Aber solche Schultertücher, die sehr, sehr groß sind, die man dann schon fast auch als Decke benutzen kann, sind natürlich für den Frühling perfekt. Entweder wirklich als Schultertuch oder je nachdem, wie man es wickelt, als einfaches Schälchen, ist es auch perfekt für, ja, wenn man rausgeht und es ist ein bisschen kälter oder man ist im Büro und jemand hat vielleicht schon die Klimaanlage an, weil es ihm dann doch schon zu warm ist und man braucht was zum Rumwickeln. Oder man ist mal eben im Park und möchte sich auf den Boden setzen und benutzt sein wunderschön selbstgestricktes Schultertuch. Würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt machen, aber wer weiß, warum nicht? Und ich fand die Farbkombi sehr, sehr schön. Wie gesagt, gut als Schultertuch könnte ich das Rosé vielleicht schon auch machen. Aber ich glaube, ich würde da jetzt doch für mich persönlich wieder was anderes nehmen. Weil es mich halt leider ein bisschen auswäscht. Dann habe ich als nächstes den Ariel Schal, auch von Hobby, ausgewählt. Das ist ein Schal, der sehr ähnlich zur Petite Knit Sophie Scarf oder Sophie Shawl Anleitung aussieht. Ich habe es mir noch nicht angeschaut, inwiefern es wirklich davon abweicht. Aber auf jeden Fall ist es dickeres Garn und hat auch einen Glitzeranteil. Demnach ist schon auch irgendwo eine Abweichung dabei und zählt dann wahrscheinlich auch nicht ganz als problematisch, weil eine Anleitung geklaut wurde. Ja, trotz allem ist diese Anleitung eben gratis und ihr könnt damit einen sehr ähnlichen Schal erreichen, was ich halt cool finde.
Und ich fand auch die Beispiele sehr, sehr schön. Also dieses Bläuliche mit dem Glitzer, ich fände es wirklich cool. Ist vielleicht jetzt nicht unbedingt angenehm zu tragen, aber als Deko-Teil mal schnell, warum nicht? Die letzte Anleitung, ebenfalls von Hobby, wie gesagt, da habe ich jetzt dann auch leider nicht so wirklich was bei Drops oder woanders gefunden, ist das Beate Barrett, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Und ja, solche leichten Mützen, wie jetzt so ein Barrett, finde ich auch sehr passend für den Frühling. Ist halt eher dann auch ein Accessoire, aber warum nicht? Wenn es morgens doch auch wieder ein bisschen kälter ist oder abends, dann kann man es ja richtig so eine Art Mütze aufziehen und ansonsten hat man dann ein hübsches kleines Hütchen auf. Warum nicht? Finde ich auch interessant, dass das Beate heißt, denn meine Mutter heißt Beate. Ich weiß nicht unbedingt, ob sie sowas aufziehen würde, aber ich fände das ganz witzig, ihr dann sogar zu stricken. Ja, und das Design, finde ich, sieht auch sehr schön aus, dadurch, dass das wie so ein Wirbel oder so ein Strudel wirkt. Ja, und das waren die Anleitungen, die ich heute für euch mitgebracht habe. Wenn ihr gern mehr solcher Videos sehen möchtet, beziehungsweise auch mehr, wie gesagt, Richtung Häkeln oder Richtung Accessoires, Home Deco, sonstige Dinge gehen möchtet, dann lasst mich das gerne wissen und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss!